ist Thomas Haldenwang jetzt vollkommen durchgedreht. Der Verfassungsschutz will seinen eigenen früheren Chef zum Verfassungsfeind, zum Reichsbürger machen. Hans-Georg Maaßen, er hatte das Amt inne von 2012 bis 2018. Bleiben Sie dran bis zum Schluss, dann erfahren Sie, ob Dr. Maaßen nach diesem Hammer in der CDU bleibt oder eine neue Partei gründen will. Ja, wir sind es gewohnt, dass der Verfassungsschutz das System schützt und jede Opposition und Widerstand verfolgt und verteufelt, wie zum Beispiel die AfD oder auch uns von Kompakt. Aber was sie jetzt gemacht haben, das ist so unglaublich, das hat es noch nie gegeben. Also, bei mir im Studio ist jetzt mein lieber Ehemann und Chefredakteur Jürgen Elsässer. Hallo Steffi. Gehen wir doch gleich mal rein in den Mainstream-Blätterwald von heute. Verfassungsschutz nimmt seinen Ex-Chef ins Visier. Die Bild-Zeitung. Mögliche Reichsbürgerkontakte. Verfassungsschutz sammelt Informationen über Ex-Chef Maaßen. Verfassungsschutz fragt offenbar Daten über früheren Präsidenten ab. Der Spiegel. Ermittlungen in Reichsbürgerszene. Verfassungsschutz fragt offenbar Daten über Hans-Georg Maaßen ab. Überall das Gleiche. Wirklich alle im Mainstream schreiben das Gleiche und daran ist schon zu erkennen, dass das Propaganda ist. Ja, ist offensichtlich eine orchestrierte Kampagne, ja, wo alle darauf eingeschworen werden. Und interessant sind die Einzelheiten. Ich darf da mal aus der Bild-Zeitung zitieren. Ja. Wie Bild erfuhr, könnte der Ex-Präsident in die Ermittlungen gegen die Reichsbürgerszene geraten sein. BKA-Ermittler der Einheit Schatten sollen einen Frankfurter Unternehmer abgehört haben, der als Zeuge im Verfahren gegen die Reuss-Bande eine Rolle spielen soll. Dieser soll nach einer Hausdurchsuchung Maaßen angerufen haben. Ein unglaublicher Vorgang. Also zur Erinnerung, diese sogenannte Reuss-Bande, das war der Rollator-Putsch vom Dezember, wo da, was weiß ich, 3000 Polizisten aufgeboten worden sind, um irgendwelche, ja, Gehbehinderten oder jedenfalls im Alter fortgeschrittenen Personen eines Putsches anzuklagen. Gefunden worden sind irgendwelche Listen, wo man nicht genau weiß, in welchem Alkoholpegel die entstanden sind. Waffen wurden keine gefunden, also überhaupt keine Gefahr für den Staat. Aber wird immer noch ermittelt. Mhm. Ja? Und der Maaßen ist jetzt nicht etwa mit der Reuss-Bande in Verbindung, sondern ein Zeuge der Polizei, der offensichtlich gegen die Reuss-Bande aussagt, der hat Maaßen angerufen nach einer Razzia, wobei man nicht weiß, war die Razzia beim Zeugen oder was sonst bei wem. Ja, ja, also Jürgen, was ein Irrsinn. Da ist nichts dran, aber der Dreck, der muss erstmal an die Wand. Und das ist halt auch in jeder Zeitung steht und auch durch die Tagesschau geht. Daran erkennt man die Propaganda, alle schreiben und sagen das Gleiche. Es ist wie bei Till Lindemann. Es ist genau das gleiche Prinzip, dass der Dreck erstmal in die Köpfe der Menschen soll. Ob da jetzt was dran ist oder nicht, auch wenn da gar nichts dran ist. Aber ich denke mal, diese Drecksgeschichten wirken nicht mehr. Und der gute Hans-Georg Maaßen wird da auch gut rauskommen. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Also mit den Reichsbürgern, das nimmt doch auch keiner ernst. Da habe ich auch als Erste, da denkt doch jeder, oh, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Wir haben uns alle totgelacht, ja, über diese Inszenierung Reichsbürger-Putsch, Rollator-Putsch im Dezember. Ja. Aber diese Leute sitzen immer noch im Knast. Darunter eine, ja, ehemalige Bundestagsabgeordnete, ja, der AfD, die eine Richterin war in Berlin am Amtsgericht oder Landgericht, sitzt auch immer noch im Knast. Ja? Mhm. Also da, es ist lächerlich, aber es ist doch grausam. Ja, es ist ehrenlos. Es ist Korruption, das ist schrecklich. Und da schreibt dann niemand was drüber. Und wir sehen auch hier wieder die Verquickung von Mainstream und Politik. Auch die Halali hat ja 2015, das ist ja jetzt auch rausgekommen, richtig Geld bekommen von der CDU, dass sie im ZDF die Werbetrommel rührt für die offenen Grenzen. Und das ist doch kein Journalismus. Das, was wir eben gezeigt haben, ist doch kein Journalismus. Der findet nur noch in den alternativen Medien statt. Naja, Maaßen ist eben in aller seiner Unschuld und seiner Rechtsstaatlichkeit so ehrlich,
dass er als Ehrenmann zum Hassobjekt des Regimes geworden ist. Ja, ja, warum steht Hans-Georg Maaßen jetzt so im Fokus? Warum wird er so gehasst? Zum Beispiel hat er der Schweizer Weltwoche ein Interview gegeben, daraus zeigen wir jetzt Ausschnitte. Und hier im ersten Ausschnitt kritisiert er den thüringischen Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer, weil er die Wähler in Sonneberg von dem AfD-Kandidaten, Landratskandidaten Sesselmann als braunen Bodensatz beschimpft hat. Und das rückt Hans-Georg Maaßen jetzt ins rechte Licht. Ich fragte mich, was geht in einem Menschen vor, der so etwas sagt? Es wird immer von Menschenwürde geredet und von Menschenfeindlichkeit. Insbesondere die Linke führt in jedem Satz immer man kann sagen, als Monstranz hoch gegen Hass und Hetze, gegen Menschenfeindlichkeit. Menschen als Bodensatz zu beschimpfen oder andere Menschen als Pack zu bezeichnen, das geht überhaupt nicht und schon gar nicht, wenn man ein derart hohes Amt hat. Ja? Zumal er ja gerade von diesen Leuten, die er beschimpft, bezahlt wird. Tja, wir haben hier noch zwei weitere Kommentare ausgewählt. Ich sehe es jedenfalls als eine sehr große Gefahr, wenn der Verfassungsschutz sich nicht an die vom Gesetz gegebenen Spielregeln hält. Nämlich dann kann der Verfassungsschutz, der die Verfassung schützen soll, eine Waffe gegen die Verfassung werden. Und das wollen wir alle nicht. Ja, das ist hier jetzt an den Herrn Haldenwang, Thomas Haldenwang gerichtet. In den Statuten steht, dass der Bundesverfassungsschutzpräsident oder überhaupt alle Verfassungsschutzpräsidenten, auch der Länder, politisch neutral sein sollen. Dazu sind sie verpflichtet. Also auf der einen Seite ist der Verfassungsschutzpräsident politischer Neutralität verpflichtet. Auf der anderen Seite haben wir aber diese Parteienrepublik mit den Hinterzimmern. Und da macht Haldenwang wirklich keine gute Figur. Das ist auch ein Novum. Das hat Hans-Georg Maaßen und auch alle seine Vorgänger besser gemacht, dass sie Parteipolitik und Amt getrennt haben. Und das sehen wir ja auch. Der Haldenwang, der sitzt da und nimmt die letzte Generation in Schutz, die Terroraktionen verüben. Das heißt, ich habe auch gedacht, da kann eine Stadt brennen und er sieht es nicht. Er sitzt da, lächelt und redet sich die Welt schön, so wie er sie haben will. Und er hat wahrscheinlich nicht mitbekommen, was schon längst die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass die letzte Generation doch stark demokratiefeindliche Züge hat. Weil das sind ja Journalisten und auch Wissenschaftler in diese Gruppierung rein und haben auch da Chats geleakt und so weiter. Das interessiert alles wohl nicht mehr. Und vor allem der Maaßen wird ja jetzt in die Ermittlungen gegen die Reichsbürgerszene reingezogen. Mit viel mehr Recht müsste Haldenwang ermitteln gegen grüne Politiker, teilweise sogar SPD-Politiker, die in Aktionsabsprachen mit der letzten Generation oder Fridays for Future oder Ende Gelände einbezogen wurden, die also Kenntnis hatten von Straftaten, die da geplant wurden. Wo sind da seine Ermittlungen? Ach, das, laut Thomas Haldenwang sind das doch alles liebe Leute, die ja auch die Ampel bestätigen und sich so für den Klimaschutz einsetzen. Aber wir hören noch mal weiter rein, was Hans-Georg Maaßen dazu sagt, dass der Bundesverfassungsschutzpräsident Haldenwang in seinem Büro eine Regenbogenfahne hat. Nun, die Regenbogenflagge ist nicht irgendwas Unschuldiges, nicht irgendein Stück Fahnenstoff mit Farbe und ist auch nicht einfach nur Ausdruck. Ich bin einfach für Diversität und für die Rechte von bestimmten sexuellen Minderheiten. Nein, die Regenbogenflagge ist Ausdruck einer bestimmten politischen Ideologie. Und wer diese Flagge hisst, bekennt sich zu dieser politischen Ideologie. Die Regenbogenflagge ist aus meiner Sicht genauso unschuldig, wie wenn man die rote Fahne hisst. Tja, das ist genau der Punkt. Von einem Bundesverfassungsschutzpräsidenten wird politische Neutralität gefordert und kein ideologisches Bekenntnis. Und der Thomas Haldenwang, was ja sehr erstaunlich ist, hat ein CDU-Parteibuch. Seine Chefin ist die Nancy Faeser, die Innenministerin, mit einem SPD-Parteibuch. Der Thomas Haldenwang ist aus meiner Sicht noch linker als die Nancy Faeser. Oh, das gibt sich nicht viel. Ich meine, die ganze Bande hat aus dem Rechtsstaat einen Linksstaat gemacht und da wetteifern sie untereinander, wer die schlimmsten Vorschläge und Aktionen durchsetzt. Ganz besonders schlimm ist das in Thüringen, das ja stramm links regiert wird. Und da hören wir mal zu, was der Hans-Georg Maaßen
zu dem Ministerpräsidenten Ramelow zu sagen hat. Der Herr Kramer ist nicht ohne Grund in diese Funktion gekommen. Sein oberster Vorgesetzter ist Herr Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen. Er stammt aus der SED, die sich mehrfach umbenannt hatte, in Die Linke. Er war in Westdeutschland DKP nahe gewesen, also ein Kommunist oder heute Sozialist. Jemand, der 27 Jahre vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, weil er die Verfassungsordnung Deutschlands ablehnt. Und der ist auch durch Merkels Zutun Ministerpräsident von Thüringen geworden. Der hat den Stefan Kramer geholt, der nicht die Voraussetzungen hat für diese Funktion. Nach dem Gesetz über den Verfassungsschutz hätte er die Voraussetzungen für ein Richteramt haben müssen, um hineinzukommen. Er war ist Sozialpädagoge. Er hat die fachlichen Qualifikationen nicht erfüllt. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, warum hat Herr Ramelow diesen Mann berufen, obwohl wir in Deutschland mit Sicherheit Tausende von Juristen haben, die für die Funktion geeignet wären. Die Antwort kann man sich leicht geben, weil Herr Kramer offensichtlich linientreu ist und weil er die Weisungen seines Chefs dann befolgt. Und was ich wahrnehme, ist die Weisung, alles zu bekämpfen, was rechts von dieser Partei SED Die Linke steht, auch mit Mitteln des Verfassungsschutzes. Und hier sehe ich eine deutliche Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes gegen politische Gegner, gegen Parteien, die ausgegrenzt und diffamiert werden sollen. Also es ist sehr interessant, dass er hier Stefan Kramer erwähnt, den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen, weil der ist der eigentliche Gegenspieler zu Hans-Georg Maaßen, während Haltenmann erst später dazukommt. Eigentlich hätte Stefan Kramer der Nachfolger von Maaßen sein müssen an der Bundesspitze. Ach, dieser Kramer, Maaßen hat es ja gerade gesagt, ist so schlecht ausgebildet, er ist ja gar kein Jurist. Also muss man den Haltenwang nehmen. Aber der Antreiber ist dieser Kramer, ein völlig windiger Geselle, der schon in allen Parteien war. Früher war er Christ, dann ist er konvertiert zum Judentum, nichts dagegen, aber ist einfach eine wankelmütige, schlüpfrige Gestalt. Und der hat eben den Maaßen auf dem Kicker gehabt. Maaßen sagt die ganze Zeit, als er im Amt ist, Hauptproblem ist der islamische Terrorismus. Es gab ja dann auch das Attentat auf dem Breitscheidplatz. Aber der Kramer kommt ja 2015, 2016 ins Amt mit Hilfe von Ramelow und sagt von Anfang an das Gegenteil. Hauptgegner nicht die Islamisten, sondern die Rechten. Und dieser Widerspruch kommt zur Explosion im August 2018, nachdem ein Deutschkubaner in Chemnitz ermordet wurde von Flüchtlingen. Es gibt Demonstrationen. Der Mainstream, sekundiert von der Merkel-Regierung, sagt, es waren böse, böse Nazi-Hetzjagden. Und dann steht Hans-Georg Maaßen auf und sagt, nein, dafür gibt es keine Erkenntnisse, dass es Hetzjagden waren. Man muss gegen rechts natürlich auch vorgehen, aber man darf keine rechten Straftaten erfinden. Das war sein Todesurteil. Ja. An der Spitze des Verfassungsschutzes und dann wurde er zu Ende des Jahres 2018 gestürzt und dann kam eben nicht Kramer, weil der die Qualifikation gar nicht hat, er ist ja kein Jurist, sondern dann kam Haltenwang. Ja. Und es ist auch sehr interessant, der Kramer, Verfassungsschutzchef Thüringen, hat von Anfang an die AfD und insbesondere Björn Höcke auf dem Kieker gehabt und Maaßen hat es gestoppt. Damit kam der Kramer nicht durch, solange der Maaßen dran war. Aber kaum ist der Haltenwang dran, folgen alle der Kramer-Linie und beginnen die AfD und übrigens auch Kompakt von Jahr zu Jahr hochzustufen. Beobachtungsfall, Verdachtsfall, halbextrem, gesichert rechtsextrem und so weiter und so weiter. Das ist alles dieses Duo Infernal Kramer und Haltenwang. Ja, ja, ja. Und da ist auch ein Systemwechsel eingeleitet worden aus meiner Sicht mit der Absetzung von Hans-Georg Maaßen aufgrund einer Lappalie, weil er diese unbewiesenen Hauptbehauptungen nicht gelten lassen wollte. Und das geht in Richtung kommunistische Diktatur. Auf jeden Fall eine Diktatur, wie man sie benennt, ist die zweite Frage, aber es ist auf jeden Fall keine Demokratie mehr, wenn zum Beispiel eine Behörde wie der Verfassungsschutz sich nicht an den Auftrag hält, die Verfassung zu schützen, sondern gegen alle möglichen Formen der Opposition vorgeht, sogar gegen seinen eigenen langjährigen Präsidenten. Ja, also aus meiner Sicht haben die Parteien viel zu viel Macht bekommen. Wir haben ja eine Parteienrepublik und demgegenüber steht ja die AfD für Volksentscheide und direkte Demokratie. Und wir haben ja auch verfolgt, dass der arme Hans-Georg Maaßen
wegen einer Lappalie ein Parteiausschlussverfahren gehabt hat, aber das ist erfolgreich ausgegangen. Er bleibt in der CDU und dieses Parteiausschlussverfahren wurde im März 2023 eingeleitet von der Bundespartei. Der Friedrich Merz hatte auch gegen ihn gewettert und Maaßen fordert jetzt auch personelle Konsequenzen von Merz. Auch der damalige CDU-Generalsekretär Mario Chaya sagte, Maaßen habe sich sowohl in der Wortwahl als auch in seinen inhaltlichen Themen ganz klar von Grundpositionen der CDU entfernt. Gut, die Grundposition der CDU sieht man an Thomas Haldenwang. Es ist linksgrün und ich hoffe, dass den CDU-Wählern klar wird, wenn sie CDU wählen, wählen sie grün. Das ist heute leider so. Ja, ich wollte noch mal sagen zu Hans-Georg Maaßen, nachdem er so gebeutelt wird, erstes Parteiausschussverfahren, hat er einstweilen gewonnen, kommt schon der nächste Hammer, die Beobachtung oder die Ermittlung von BKA plus Verfassungsschutz. Wird er überhaupt weiter Lust haben, in dieser CDU zu bleiben? Hab da interessante Informationen bekommen. Er ist der Chef der Werteunion. Die Werteunion hat in der CDU keinen guten Stand. Die haben vielleicht 2.000 oder 3.000 Mitglieder. Auf jeden Fall kriegen die niemals eine Mehrheit, weil natürlich Friedrich Merz und die ganzen Paladine noch aus der Merkel-Zeit, die stehen eisern gegen ihn. Da hat er keine Chance. Also liegt der Gedanke nahe, er nimmt die Werteunion und tritt mit ihr an. Im Osten hätte er auf jeden Fall die Möglichkeit, viel von der CDU rüberzuziehen, weil die Ost-CDU ist mächtig sauer auf die Bundes-CDU, gerade in der Frage der sogenannten Brandmauer. Lange Zeit wusste man nicht, wie verhält sich dann Maaßen, geht er den Schritt. Aber jetzt gibt es Anzeichen, das sind die aktuellen Informationen, die ich bekommen habe, dass einige Großspender, die in der Vergangenheit, ich sag mal, eher unser Spektrum unterstützt haben, also nicht kompakt, sondern das patriotische Spektrum im weiteren Sinne, dass die jetzt offensichtlich dabei sind, ihre Gelder umzuschichten, um Maaßen zu pushen, dass er Richtung Parteigründung, Werteunion als Partei geht. Ja, liebe Zuschauer, das bleibt sehr, sehr spannend. Teilen und liken Sie dieses Video. Hier erfahren Sie die harten Fakten und auch, wo es hingeht in unserem Land. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.